Warten wir mal. Ja, 201, ja. Weiß ja nicht. Wie wär's mit Nachnamen, Nils? Nils Müller. Wenn der auch Müller ist, dann ist es auch vielleicht. Nils Müller? Frank Thomas Wülflade, guten Tag. Spreche ich mit Nils Müller aus Rüdesheim? Ja. Herr Müller, guten Tag. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt noch so spät belästige. Es geht um Folgendes. Und zwar haben Sie ja bei Jugend musiziert teilgenommen, sehr erfolgreich sogar. Und nun haben wir für Sie die Möglichkeit, das hört sich schon sehr interessant an, nicht wahr? Wir haben für Sie die Möglichkeit nun, dass Sie bei einer Band internationalen Formates mitspielen können. Sie könnten einer der möglichen Kandidaten in diesem Bereich sein, wo Sie selbst treten. Welches Instrument spielen Sie? Schlagzeug. Sie spielen Schlagzeug. Das ist natürlich sehr gut, weil bisher haben wir bei Schlagzeug nur einen Kandidaten. Sagt Ihnen Ralf Thomas Michael was vom Namen her? Sagt mir jetzt nichts. Kommt der hier aus der Gegend, oder? Nein, der ist aus... kleinen Moment, ich muss kurz in meinen Daten schauen. Der ist aus, der ist berlinweit in der Richtung, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall auch einer der bekannteren Leute. Was ich Sie nun fragen würde, hätten Sie Interesse an dieser internationalen Band teilzunehmen, zumindest mal ein möglicher Versuch dabei zu sein? Ja, ich meine, es kommt ganz drauf an, was für Musik da gemacht wird. Natürlich Pop, das ist ganz klar. Wir wollen Popmusik. Wir wollen, das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ich weiß, Sie spielen eher eine andere Art von Musik. Sie spielen ja bei Desinfect. Heißt die Band so? Ist das richtig? Ja, so ähnlich. Okay, haben wir schon sehr viel von Ihnen gehört und Sie haben auch viele Fans, wie ich jetzt mitbekommen habe. Deswegen würde es mich richtig freuen, wenn Sie dabei sind, eine tolle Pop-Band zu machen. Es geht in Richtung von Pro7, Superstars. Und da würden Sie so live im Fernsehen auftreten auf MDR. Entschuldigen Sie. Kein also, Problem. Ja, das geht. Nee, das ist einfach...